Und ich darf jetzt begrüßen von der Open Knowledge Foundation Sadia Windauer. Genau, jetzt habe ich es fast doch wieder verrückt. Gut, also viel Spaß, bis nachher. Ja, vielen Dank, Rolf. Tiefer. Hi zusammen. Ich freue mich, heute vor euch sprechen zu können. Ich bin Sadia Windauer, wie wir schon gehört haben, und ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation, kurz OKF, im Projekt 2030 Watch als Projektmanagerin. Die Open Knowledge Foundation, die OKF, ist ein gemeinnütziger Verein und wir setzen uns ein für offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung, offenes Regierungshandeln, Civic Tech und offene Bildung. Die nächsten 10 Minuten werde ich euch einen Einblick in die Agenda 2030 geben. Der Titel meines Vortrages lautet 2030 Watch, wie nachhaltig ist Deutschland? Mit dem Untertitel Fortschritt kann man messen und wie? Bei den Vorbereitungen zu diesen 10 Minuten habe ich mich gefragt, wen ich hier eigentlich adressieren möchte. Ihr seid hoch engagierte Mitstreiterin für eine bessere und gerechtere Welt. Ob nun mit Bits oder mit Bäumen oder mit beidem, unsere Ziele sind dieselben, die Schaffung einer gerechteren Welt für alle. Aber machen wir es doch mal konkret. Wer von euch wusste letzte Woche schon, was die SDGs sind? Okay, Challenge. Wer von euch weiß, was Mirage OS ist? Aha, okay, alles klar. Ich habe mich trotzdem im Vorfeld dazu entschieden, die SDGs näher zu beleuchten, aber die Mirage OS-Geschichte ist auch sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wer sich gemeldet hat. Fragt doch mal, was das ist. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Der Track, in dem ich heute spreche, heißt Die ganz großen Fragen. Und genau darum geht es bei der Agenda 2030. Es geht um nichts Geringeres als die größte aktuelle Herausforderung der Menschheit, und zwar eine gerechtere und friedliche Welt in Wohlstand für alle zu schaffen. Und das in den Belastungsgrenzen des Planeten. Sprich, eine komplexe Transformation der bisherigen Verhältnisse. Um diese komplexe Transformation zu ordnen, haben sich im Jahr 2015 über 190 Staaten zusammengetan und ein UN-Abkommen unterzeichnet, in dem es heißt, bis zum Jahr 2030 17 Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, die SDGs, umzusetzen. Diese 17 Ziele sind ziemlich schlau ausgewählt und beinhalten direkt und indirekt fast alle unsere Lebensbereiche. Wir finden dort keine Armut, wie wir es gerade schon gehört haben, unter SDG 1, aber auch nachhaltiger Konsum und Produktion unter SDG 12, aber auch Ziele wie starke Institutionen unter SDG 16. Digitalisierung und Privacy müssen aus unserer Sicht in jedem der SDGs immer mitgedacht werden. Wir können nicht extra ein SDG 18 aufmachen, wie es letztens als Idee mal rumkam, sondern wir müssen das immer mit bedenken. Sowie offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung. Überlegt doch mal kurz selbst, welche Themen ihr in einer nachhaltigen Entwicklung sehen würdet und ob es sich in irgendeiner Form als SDG ausdrücken lässt. Die Arbeit an den Zielen und ihrer Umsetzung müssen sich an bestimmten Prinzipien und Überlegungen orientieren. Ich gebe euch eine klitzekleine Auswahl. Na klar, läuft alles natürlich unter der Prämisse der Menschenrechte, die ja heute, wie wir gehört haben, ein Jubiläum feiern. Aber es gibt auch noch ein weiteres Prinzip, und zwar das Leave No One Behind. Leave No One Behind ist uns allen klar, es soll niemand zurückbleiben. Also auch die Schwächsten müssen in all den Umsetzungen, die unter den SDGs stattfinden, mitgedacht werden. Das gesamte Prozedere muss inklusiv, partizipatorisch und im besten Falle bottom-up passieren. Unterschiede zwischen den Staaten. Natürlich ist dabei zu beachten, dass wir sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen bei den unterschiedlichen Ländern haben und damit auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Gut situierte Industriestaaten wie Deutschland, die Developed Countries genannt werden, sind verpflichtet, Schwellenländer und Ländern des globalen Südens unter die Arme zu greifen. Saubere Energie kostet ein Batzen Geld. Gleichzeitig müssen Developed Countries beispielsweise mehr Emissionen einsparen als andere, weil sie die besseren Voraussetzungen in diesen Bereichen haben. Und das oft systematisch auf Kosten und unter Ausbeutung der anderen. Daher gibt es noch ein weiteres wichtiges Ziel. SDG 17 steht für starke Partnerschaften zwischen den Ländern des globalen Südens und des Nordens. Es geht hier darum, Länder des globalen Südens aufholen zu lassen.
Wir müssen aber auch lernen, voneinander zu lernen. Das heißt, es gibt auch in afrikanischen Ländern wunderbare Innovationsprojekte, die von sich heraus, selbst heraus entstehen. Dazu empfehle ich euch den Film Digital Africa, der sozusagen eine Innovationskraft aus den Ländern heraus beschreibt. Nur mit Transparenz und Beteiligungsformaten haben die Staaten eine Chance, nachhaltige Entwicklung zu fördern und krisenfest zu machen. Die Gestaltungsmacht bei der Umsetzung der Agenda 2030 darf sich nicht nur auf staatlichen Ebenen abspielen, das müssen wir auch mitgestalten. Ihr merkt, insgesamt ist das ein sehr ausgeklügeltes System, aber auch ein fragiles Konstrukt. Und das muss mit Leben gefüllt werden, um tatsächlich eine Wirkung leisten zu können. Gut, wie wird das Vorhaben nun überwacht? Den 17 Zielen wurden 169 Unterziele zugeordnet. Jeder Staat steht in der Verantwortung, diese Ziele in eigene zu übersetzen, Maßnahmen zu planen und zu organisieren. Die Ergebnisse müssen in einer Erfolgskontrolle bewertet werden. Wie wird nun aber diese Überwachung nachgehalten und bewertet? Sie wird gemessen. Und zwar in ganz klassischer Form, und zwar in Form von Indikatoren. Ja, genau, wir vermessen tatsächlich die Welt. Derzeit sind es über 240 offizielle Indikatoren. Eine große Herausforderung bei dieser Komplexität, alles nachzuhalten und tatsächlich griffbereit zu haben. Alle möglichen Daten und Informationen müssen dazu erhoben werden und miteinander abgestimmt sein. Zielmarken müssen gesetzt werden, Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Dabei spielen bei der Auswahl die unterschiedlichen Ausgangssituationen der Länder eine zentrale Rolle. Jedes Land muss sich seine Schwerpunkte überlegen. Marokko muss andere Schwerpunkte setzen als China oder Deutschland. Wir messen also die Transformation. Was dabei das Besondere ist, durch die Auswahl der Indikatoren gewinnen die dahinterliegenden Themen tatsächlich an Gewicht. Die Benennung von Indikatoren haben also starke Macht und damit Auswirkungen auf Priorisierung, Finanzierung sowie inklusive Teilhabe, aber auch darüber hinaus sind sie Treiber der nachhaltigen Entwicklung. Übersetzung in das eigene Tun. Wie sieht es nun in Deutschland aus? Die Bundesregierung hat die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie an die Ziele der Agenda 2030 angepasst. Zu jedem SDG eine eigene Auswahl an Indikatoren mit Zielmarken bis 2030 getroffen. Deren Fortschritte werden nun regelmäßig veröffentlicht. Die Bundesregierung hat damit eine Priorisierung von Themen vorgenommen, die den Stand und Fortschritt unserer nachhaltigen Entwicklung überprüfbar machen sollen. Und bei dieser Bewertung der DNS setzt unsere Arbeit von 2030 Watch tatsächlich an. Denn die Frage lautet, ist Deutschland wirklich so nachhaltig und wie wird das bewertet? Dazu haben wir die Webseite 2030 Watch aufgesetzt. Dort finden sich alle 17 Ziele mit den offiziellen deutschen Indikatoren übersichtlich dargestellt und gleichzeitig zeigen wir dort die Fortschrittsbewertung der deutschen Regierung. Die Daten kommen aus regelmäßig erscheinenden Berichten. Wölkchen und Sonnen sagen uns in diesen Berichten, wie die Entwicklung gerade steht. Im Dezember 2018 soll der nächste Bericht kommen. Inhalte sollen sein, Ergebnisse zahlreicher Evaluationen, beispielsweise die Durchsetzung der politischen Prozesse, Planung zum Indikator Review, der bis 2020 abgeschlossen sein soll. Zudem gibt es bereits Anpassungen an zwei Indikatoren und geplante Anpassungen von weiteren Indikatoren. Lebensmittelverschwendung und Stärkung von Bildung für nachhaltige Entwicklung gehören unter anderem dazu. Eine gute Iteration, aber es bleibt noch viel offen. Die Webseite von 2030 Watch bietet deshalb einen Debattenbeitrag an, denn es fehlen Themen und es gibt schwache Zielmarken. Deshalb haben wir die Fortschrittsbewertung der DNS selbst bewertet, als Diskussionsanregung. Dazu schlagen wir bisher noch nicht eingebrachte, aber überaus wichtige Themen vor und verschärfen in unserer Fortschrittsbewertung die offiziellen Zielmarken bzw. stellen sie in Frage. Ein leicht zugängliches Beispiel ist SDG 5, die Gleichstellung der Geschlechter. Hier sehen wir, dass es ein stärkeres Ziel braucht bei zum Beispiel der Bewertung, wie viele Frauen wir im Parlament erwarten würden als Mitarbeitende. Dort ist das Ziel 30%. Wir haben es verschärft und haben gesagt, naja, wir wollen mindestens 50% bis 2030 erreichen.
Gleichzeitig fehlen Themen wie der Gender Gap im Renteneinkommen oder aber auch Gewalt an Frauen. Die Erweiterung des Indikatorenkatalogs ist also eine der zentralen Schritte, um Deutschland wirklich zu einem wirklichen Vorreiter in nachhaltiger Entwicklung zu machen. Denn wie wir gelernt haben, werden Maßnahmen und Themen, die über einen Indikator ausgedrückt werden, ein stärkeres Gewicht verliehen. Schaut gerne auf unserer Seite nochmal selbst nach, was wir für Themen ansprechen und macht euch eigene Gedanken dazu. Fallen euch noch weitere Indikatoren ein, die fehlen? Uns auf jeden Fall. Wir laden euch also ein, euch zu informieren und euch in die Diskussion befähigt einbringen zu können. Wir haben also festgestellt, dass die Transformation über Indikatoren gemessen wird und darüber die Fortschritte. Es gibt für Deutschland einen starken Verbesserungsbedarf, was die Zielsetzung angeht und die Themenauswahl. Das ist der deutschen Bundesregierung selbst bewusst. Lasst uns ihnen helfen. Aber am wichtigsten ist, wir als Zivilgesellschaft sollten uns die Gestaltungsmacht wiederholen. Wir als Zivilgesellschaft haben nämlich die Gestaltungsmacht. Wir können dafür plädieren, andere relevante Themen mit aufzunehmen. Wir arbeiten an der Umsetzung und wir werden als Zahlen mit unserer Arbeit ausgedrückt. Wir sind die Vertreterin derjenigen, die nicht gehört werden. Wir müssen mit unserem Handeln für eine transparente und damit gerechte Welt uns einsetzen. Lasst uns Teil der Lösung sein und nicht nur Teil des Problems. Ich danke euch. Genau.